Hi Leute, hier ist er wieder, der FFK, heute mit einem kleinen Video für NGC. Und zwar meine eigene Rubrik. Es geht hier um ältere Spiele, die unbekannt sind oder die außer in der Vergessenheit geraten sind. Und heute habe ich ein kleines Spiel da, und zwar Ford Racing 3. Die Grafik ist hier halt nicht so der Renner, genauso wie das Gameplay an sich. Dazu werde ich aber mehr während einem Rennen sagen. Es ist ein Rennspiel, wo es halt um die verschiedenen Ford-Autos geht. Und ihr könnt euch einfach mal überraschen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr die Maus seht, aber die ist ganz oben links gerade. Die kriegt man irgendwie nicht weg während des Spiels. Wie ihr hier schon seht, die Grafik ist nicht so die beste, genauso wie das Gameplay, sage ich jetzt mal, also die Steuerung. Physikalische Einstellungen sind denen recht fremd und das ruckelt auch ein bisschen das Spiel. Es liegt wirklich am Spiel. Hab das jetzt schon ein paar Mal getestet. Das Spiel an sich läuft nicht recht sauber. Es kann auch daran liegen, weil ich Windows 7 habe. Aber es läuft. Es läuft halt nicht recht sauber. Ich finde es einfach nur lustig hier. Mais, kann man normalerweise durchfahren. Bumm. Oder so eine fette Karre wie ich habe. Überholt da hier jetzt den da. Wenn man gegenfährt, passiert nichts. Also physikalische Einstellungen sind da noch recht fremd gewesen. Aber ich habe da noch ein Spiel auf Lager, das ist noch schlimmer, aber vielleicht etwas bekannter. Ich habe auch Ford Racing 3 nur irgendwie bei mir in der Schublade mal gefunden. Ich habe es nie wirklich gespielt gehabt, ich habe es wohl mal geschenkt bekommen. Ford Racing 1 und 2 frage ich mich gerade, wo das dann ist, ob es das existiert und wie das ist. Mal schauen, vielleicht werde ich mir das mal schnell bei eBay oder so holen. Zumindest habe ich gesehen, dass von beiden Spielen, beziehungsweise allen drei Spielen, nicht wirklich Videos auf YouTube existieren. Und da habe ich mir doch gleich mal gedacht, dann lass mal ganz viele alte Videos hier bekannt machen. Und falls jemand mal ein altes Spiel sucht, auf einem Gameplay, ist es hier halt bei uns zu finden. Ich spiele auch gerne Spiele, wenn ihr sagt, hier, du spiel mal das. Geil auf Halbmast. Spiel mal bitte das in das Spiel. Dann werde ich natürlich nicht sagen, nö, brauchst du selber. Und dann werde bestimmt sagen, ja, ist recht unbekannt, sagt mir selber nichts. Wow. Meine Fahrkünste sind scheiße. Ja, sag mir selber nichts. Klar, spiele ich doch mal für dich. Wenn du das Video dann auch entsprechend verbreitest. Aber mal schauen. Hier wieder ab durch das Steinhart-Maisfeld. Total Dirt. Also, Dirt gibt es ja auch. Es gibt auch extra Dirt-Strecken, aber man merkt den Bodenunterschied nicht wirklich. Vielleicht wackelt das Auto ein paar Mal mehr nach links und rechts, aber man merkt den Unterschied nicht wirklich. Was aber auch eigentlich gar nicht so schlimm ist für so ein altes Spiel. Damals hat das bestimmt Bock gemacht. Nur Ford-Autos. Es ist schon ein Glanzeffekt mit drin, wie man sieht, mit der Sonne. In Sonne und Licht gibt es Unterschied. Ja, man konnte halt Rennen fahren, sich mit Freunden beweisen. Es gibt sogar ein Internet-Mode, habe jedoch jetzt keinen Server leider rausgesucht, sonst könnte ich online spielen. Man kann es auch LAN spielen. Und so weiter und so weiter. Ist halt an sich ein Allround-Spiel, so wie man es halt als Spiel kennt. Oder auch kannte. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass der Sound nicht zu laut ist. Hier ist gleich die Start- und Zielgerade. Ich hoffe, ich gewinne das jetzt noch. Wie man hier auch gleich sieht, die Autos können auch abheben und driften und man bekommt auch so Punkte. Die Punkte bringen, soweit ich weiß, jedoch gar nichts. Und es sind halt Punkte, um Punkte zu sein. Ziel! Sie sind Erster! So. Gesammelt. Und es hat halt schon damals eine Stimme drin. Was ich persönlich recht positiv finde. Jetzt gehen wir zurück zum Hauptmenü. Es ist halt hier diese Meisterschaft, mit der man dann immer mehr freischalten würde. Man kann sich halt entscheiden, welchen Weg man geht.
die Ford Collection. Der Ford Collection können. Standard. Das sind halt hier die Autos, die ich freigeschaltet habe. Oldtimer. Kriegt man halt den alten 1923er Ford Model T zum Beispiel. Klassiker, da fahre ich gerade mit rum. Hier den modernere. Hochleistungs- und dann noch die Offroad-Cars. Also mein Fazit zu dem Spiel. Rundum ist es ein Spiel, was man sicherlich mal spielen könnte. Es ist eins, was nicht lange dauert zum Durchspielen. Vielleicht sogar mal eins zum Let's Playen. Wie man hier im Multiplayer auch noch sieht, es ist im Netzwerk online spielbar. Und es gibt sicherlich Leute, die Spaß mit diesem Spiel haben. Ich hatte auch meinen Spaß damit. Ihr könnt einfach mal eure Kommentare dazu drunter schreiben. Vielleicht kennt ihr das Spiel auch, ja. Und ich würde sagen, tschaußen!